nicht den Männern heute Sport, na das ist fad. Ja, die kennen auch den Sport nur aus dem Fernsehapparat. Na schauen Sie, ich hab den Sport schon in mein Leben integriert. Ist sich aller sportlich, ganz egal, was gerade passiert. Ich mach jeden Tag ein sportliches Programm. Ich renn im Abfahrtslauf ins Wirtshaus und im Slalom wieder heim. Am Freitag, wenn's ein Geld gibt, da geh ich fleißig wandern. Da wander ich mit meinen Friends von einer Bar zu anderen. Und auf dem Nachhauseweg wird Karate trainiert. Da werden Telefone, der Lombardbank demoliert. Und wenn dann einer kommt und sich darüber echauffiert, na dann werd ich zum Bruce Lee und er kriegt eine betoniert. Aber dann schimpfen mich die Leute einen Rowdy. Und sowas trifft mich freilich ziemlich hart. Ja, was verkommt man denn kein Mensch ein bissl Gaudi? Warum verkommt man denn kein Mensch ein bissl Sport? Der Motorsport besitzt für mich einen hohen Stellenwert. Naja, den Lada Niki hab ich ja schon immer sehr verehrt. Und hab das Ganze auch schon in der Praxis ausprobiert. Und hab mich auf dem Gürtel mit den Taxis duelliert. Steh ich bei einer Kreuzung in der Pole-Position, dann zische ich den anderen schon bei Gelb auf und davon. Nur leider werden meine Autoreifen, ist ja alt. Die bicken in ganz Wien verstrahlt bei den Ampeln am Asphalt. Einmal hab ich eine leichte Kurve nicht erkannt. Da ist mir ein Kastanienbaum ins Auto reingerannt. Na hab ich mir gedacht, bevor mich da jetzt wird erwischt. Laufen ist ja auch ein Sport und bin schnell abgezischt. Aber dann schimpfen mich die Leute einen Rowdy. Und sowas trifft mich freilich ziemlich hart. Ja, was verkommt denn kein Mensch ein bissl Gaudi? Warum verkommt denn kein Mensch ein bissl Sport? Na, die holen sogar die Polizei, die nimmt mich hopp und naht mich ein. Das find ich ist eine Schweinerei, was haben die gegen meine Sportlerei? Jetzt steh ich wegen der blöden Geschichte schon wieder einmal vor'm Gericht. Bei uns ist meine Sportler gar nicht frei. Na, die schimpfen an der besten Fall sind Rowdy. Und sowas trifft mich freilich ziemlich hart. Ja, was verkommt denn kein Mensch ein bissl Gaudi? Warum verkommt denn kein Mensch ein bissl Sport? Da haben mich meine Freunde auch zum Skifahren animiert. Nur brauche ich da gleich 3-4 Jagerte, weil man ja sonst erfriert. Aber wie der Franzi Klammer geht's dann oben mit Juche. Und schäbst ein paar Touristen zusammen, wird Skifahren zur Gotte. Das Anstellen und beim Skilift war mir immer schon zu blöd. Drum trinke ich immer Vieren, aber es dann viel schneller geht. Nur manchmal da verliert einer die Nerven hinter mir. Und gibt mir einen Stesser, dass ich das Gleichgewicht verliere. Na gut, den schimpf ich doch dann gleich einmal sie Rowdy. Wo sind dort dann, das ist doch keine Art. So leid wie sie verputzen mir meine ganze Gaudi. So leid wie sie verdienen mir ganz den Spaß am Sport. So leid wie sie verputzen mir meine ganze Gaudi. So leid wie sie verdienen mir ganz den Spaß am Sport.